Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Boah, ich habe jetzt gerade einen ultra gesunden Salat gegessen und zack, muss ich mir jetzt hier noch irgendwie was einwerfen, was das komplette Gegenteil ist. Ne? Man braucht ja Gleichgewicht. So, und ich habe hier Super Dickmanns Lemon Cheese Cake Geschmack. Ja. Wie auch immer, das Ding habe ich zufällig bei Micha aus dem Harz gesehen. Ja, wie es wohl schmeckt, der hatte schon probiert. Und seine Meinung war, es hat so einen Käsekuchen- oder Zitronenkuchengeschmack, wobei hier dieser Lemon-Anteil so extrem sauer ist, dass es ihm schon, ja, die Spucke aus den Augen und aus dem Mund treibt. Das ist ein bisschen extrem. Ja, ihr wisst, ich komme aus einer Bäckerei-Konditorei-Familie und meine Lieblingskuchen, Käsekuchen oder Käsesahnetorte. Ja, boah, ich liebe das. Ne? So, und meine Eltern haben immer gesagt, Käsekuchen oder Käsesahne, ja, da muss ein bisschen Zitrone rein. Und ich sagte, nein, 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 will ich nicht, mag ich nicht. Ich bin kein Zitronengeschmack-Fan. Zitronenlimo, okay, aber im Kuchen, nein. Käsekuchen, Käsesahne ohne Zitrone, ja, ja und oh ja. Ne? Drum habe ich immer an meinem Geburtstag entsprechend beides ohne Zitrone bekommen. Ne? So, und wenn das zu stark schmeckt, gerade bei diesen American Cheese Sachen, wo ich nicht wirklich Fan bin, bin ich meistens ganz schnell raus. Aber ich liebe diese Schaumkuss-Geschichten. Ihr wisst es, ich habe auch schon Videos dazu gemacht. Gerade hier die dicken Nüsse, ja, oder die dicken Eier zu Ostern oder halt entsprechend die dicken Nüsse zu Weihnachten, die nicht einfach nur mit diesem Eierzuckerschaum gefüllt sind, sondern noch so eine richtige Cremefüllung haben. Ja, dass es fast ein bisschen moosmäßig wird. Das lieb ich ohne Ende. Und anscheinend, Micha hat's gesagt, wäre das Ganze hier so ein bisschen quarkig innen drin. Ja, hört sich gut an, möchte ich probieren. Ich mag tatsächlich solche Schaumkuss-Geschichten, wobei ich es früher, als ich jünger war, ich habe es gehasst, ich mochte es überhaupt nicht. Warum? Ja, weil mein Vater es geliebt hat. Der liebte es, ne? Und wenn du jung bist, tust du alles, damit du auch nicht ansatzweise so wirst wie deine Eltern, ne? Nur um irgendwann ein paar Jahre später zu bemerken, scheiße, ich werde meinen Eltern immer ähnlicher, in diversen Dingen, ne? Nie zu 100%, aber in diversen Dingen. Heute liebe ich Schaumküsse, allerdings nicht die 0815 mit Zartbitterüberzug, kannst du mich jagen. Ne? Aber so diese dicken Nüsse oder die dicken Eier, boah, könnte ich mich reinlegen. Fress ich kiloweise. So, und hier haben wir... Oh, ein 6er-Pack, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind. Doch, 6 Stück. Ich sehe es ja auf der Seite in einer Limited Edition. Ne? Ich stand tatsächlich bei uns im Großmarkt und ich habe alle Sorten gesehen von Schaumküssen, aber nicht die hier. Ne? Und ich drehe mich gerade weg mit einer Träne im Auge, als ich im Augenwinkel gerade noch diese gelbe Verpackung gesehen habe. Ja? Also 10.000 Schachteln mit normalen Schaum- oder Schokoküssen und gefühlt 5 Schachteln von den gelben hier. Ne? Aber schön, ich habe eins gekriegt und das werde ich jetzt heute mal probieren. Ich bin gespannt, ob meine Meinung genauso ausfällt, wie von wie es wohl schmeckt. So, dann schauen wir uns die Schachtel hier nochmal ganz schnell an. Super Dickmanns Lemon Cheese Cake Geschmack Limited Edition. Wie lange es das gibt, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht das eigentlich schon mal gut aus. Weiße Schokolade nehme ich mal an mit irgendwelchen crunchy Zeug drauf. Das bräuchte ich jetzt nicht wirklich, aber das hier sieht richtig schön cremig aus. Bin ich also sehr gespannt. Ja, hier haben wir einen typischen Zitronenkuchen. Dann hier auf der Seite nochmal die Abbildung Qualitätsversprechen. Und hier kommen Nährwerttabelle. Ja, unfassbar interessant. Oh, und hier auch noch eine schöne Abbildung. Es muss nicht immer Kuchen sein. Doch, 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 doch. Was schreiben Sie hier? Den Kuchenklassiker Lemon Cheesecake kann man nun in einer ganz neuen Form genießen. Der leckere Geschmack von zitronigem Käsekuchen. Ne? Bin ich eigentlich schon wieder raus.
mit Gebäckstreusel-Topping. Bräuchte ich auch nicht, ne? Sind das Highlight für eine kleine Auszeit für dich? Alleine oder mit deinen Liebsten? Ja, ich hab euch alle lieb, ne? Darum esse ich das mit euch zusammen. So sieht's aus, oder? Jesus Gott, ich hab hier gerade Friedhofboller gelesen, ne? Ja, wenn man zu viel isst, wird man zum Friedhofboller. Ja, wie geil. Also, 6 Stück sind drin. Ja, die hau ich weg. Da kenne ich nichts, ne? Hier steht Open hier, hier öffnen und geht es? Oh, oh. Wie ich's hasse, wenn was einreißt, ne? Aber geht gut. Das Ganze hier wieder mit Alu bezogen. Hier auch noch extra Blister drin, damit die Dinger hier nicht verdrückt werden. Und Streusel drauf ohne Ende. Ja, aber sieht gut aus. Ich mache das mal hier komplett auseinander. So. Dann seht ihr das hier mal richtig spiegeln. Also, so sehen sie aus. Große Schaumküsse, ne? Und hier diese Gebäckstreusel drauf. Ansonsten würde ich sagen, ja, eine weiße Schokolade, ne? Da bin ich also sehr gespannt. Unten die übliche Waffel mit D, ja, also Dagobert Duck. Ihr wisst Bescheid. Und ja, es bröselt hier auch schon wie Sau, ne? Und nach was riecht es? Das riecht wie die Gummiviecher, die ich immer auspacke. Ne? Aber psch, nicht weiter sagen. Ja, ohne Scheiß, das riecht wie die Gummiviecher, die ich immer auspacke. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist hier los? Also es riecht ein bisschen nach Kokos. Zitronige. Kokos mit Zitrone. Also es riecht genau wie das Pulver an den Gummifiguren, die ich auspacke. Muss ich mir Gedanken machen, Dickmanns? Hm? Wie auch immer. So, hier, komm. Ich schneide mal eins auf. Und zwar quer durch. Zack. Nicht schön, aber gekonnt, ne? Oh, es fängt schon an, ein bisschen extrem zu kleben. Aber ich probiere es noch nicht. So, ich halte mal den Schaumkuss hier ins Bild. So sieht's aus. Ja, sieht cremig aus. Als erstes werde ich hier auch mal die Creme probieren, solo. Ich hole mir mal hier einen ordentlichen Schwung raus. Ist eine festere Creme. Ich probiere das. Also ich gebe dem guten Micha recht, es hat eine festere Konsistenz, das Ganze. Die Konsistenz ist echt seltsam. Eher klebrig, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt probiere ich mal dieses helle drumherum, dieses weiße. Es schmeckt ähnlich, wie es riecht. Also ich würde sagen, weiße Schokolade mit Kokos, ja, tatsächlich. Und die Streusel, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die knusprig sind, aber sie haben einen Biss, ne? Also knuspern jetzt nicht, wie wenn du so ein Toastbrot das Zeug runterstreichst oder Brotkrumen anbäckst. Es schmeckt oder es hat die Konsistenz wie Streusel auf einem Streuselkuchen, ne? Lass es mich einfach so sagen. Ja, es schmeckt sehr künstlich, was die Zitrone angeht. Ja, da werde ich jetzt mal beherzt hier reinbeißen. Also im Gegensatz zu Micha muss ich sagen, die Säure ist ein Witz. Also die ist total harmlos. Es ist eine deutliche, aber wie ich finde, immer noch eine milde Zitrone oder Limone. Die Waffel ist sehr unaufdringlich. Die schmeckt so gut wie fast gar nicht. Also ist eine ganz, ganz milde Waffel. Natürlich schmeckt sie waffelig, überhaupt kein Thema. Aber nicht aufdringlich. Macht also den Geschmack nicht kaputt. Ich beiße jetzt hier mal nochmal komplett rein, um den vollen Genuss zu spüren. Das sieht dann so aus, ne? Jetzt hatte ich natürlich viel von der Schokolade drumherum, so beiße ich nochmal rein. Also es schmeckt tatsächlich wie ein Zitronen- oder Limonenkuchen. Ich finde es sehr angenehm. Das kann man wirklich essen. Klaro, man hat so ein leichtes, wie soll ich sagen, so ein Prickeln im Gaumen, weil es halt Zitrone ist, ne? Aber unangenehm, nö, würde ich jetzt überhaupt gar nicht sagen. Hm? Aber ja, ich meine, Geschmäcker sind komplett unterschiedlich. Ja, ne? Der eine beißt in eine Chili und denkt, das schmeckt wie Wasser. Der andere leckt an weißer Schokolade und stirbt vor Schärfe. Ne? Vermutlich ist es so. Also das hier ist komplett harmlos, wie ich finde. Und es schmeckt tatsächlich wie ein Zitronenkuchen. Würde ich so unterschreiben. Und das kann ich auch essen, denn ich lasse mich ja hier auf einen Zitronenkuchen ein. Ne? Überhaupt kein Problem.
Aber in Käsekuchen oder Käsesahne möchte ich diesen Geschmack nicht drin haben. Aber ist okay. Also wer das mag, das leicht zitronige, absolute Empfehlung, kann man essen. Micha hat es auch mit gut bewertet. Es ist halt wirklich Geschmackssache und es ist Brösel-Sache, ja, vor allem das. Aber man kann schon essen. Würde ich es nochmal kaufen? Nein, definitiv nicht. Dann lieber die normalen mit Vollmilchüberzug oder halt weißer Schokolade, wobei man die mit Vollmilchüberzug doch noch ein bisschen besser schmecken würde. Ich freue mich sehr, wenn dieses Jahr wieder die dicken Nüsse, ja, oder die dicken Eier kommen. Ostern ist ja schon rum, aber die dicken Nüsse. Zu Weihnachten freue ich mich drauf, werde ich gerne wieder 12 Tonnen kaufen und 12 Tonnen zunehmen. Überhaupt kein Problem, ne? Also, kann man essen. Die Cheesecake-Geschichte, das verputze ich nochmal kurz. Und das auch gleich. Und das, ja, auch gleich. Ja, das kann man auch essen. Oh, zwei übrig, lohnt sich nicht, esse ich gleich. Ja, und damit es morgen schönes Wetter gibt. Ja, komm. Also, das konnte man wirklich essen. Hier, ne, Super Dickmanns Lemon Cheesecake Limited Edition. Wer es mag, kann da nichts falsch machen. Für mich reicht diese Verpackung vermutlich bis ans Ende aller Tage. Ja, ich brauche es nicht nochmal, aber wer sowas mag, es schmeckt erfrischend. Es prickelt noch ein ganz klein wenig nach. Es klebt wie Sau. Ja, und es klebt wirklich, aber ist okay. Für sowas kannst du auch keine Punkte vergeben. Das ist ganz einfach Gourmet. Ja, entweder du magst es oder du magst es nicht. Aber ihr kriegt genau das, was ihr hier seht. Genau das kriegt ihr. Wenn ihr das mögt, könnt ihr da überhaupt gar nichts falsch machen. Gut, dann würde ich sagen, war es das dazu. Hier komplette Zerstörung. Sieht nicht mehr ganz so schön aus, vor allem mit den Bröseln. Ach, du liebe Zeit. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ganz viele Grüßchen, auch extra Grüßchen an den Micha aus dem Harz. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüss, winke, winke, euer Rupi. Yay! Yeah.